eine größere Aufgabe für dich. Ich will, dass du die Zahl der im Zoo vorhandenen Arten erhöhst. Du solltest dazu Vivarien und Gehegetiere aufnehmen. Und du wirst entsprechend neue Vivarien und Gehege für sie bauen müssen. Na, dann mal los. Ich schaue wieder vorbei, wenn du fast fertig bist. Ja, das hatten wir schon. Und ja, damit herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Wir werden uns heute ein süßes kleines Affengehege bauen. Ich würde sagen, dazu, ich muss wieder reinkommen. Ich glaube, wir holen uns Schimpansen. Warte, das, kann man das irgendwie, Arten? Hier. 23 Jahre. Die sind alle fast down. Wie viel Blätter haben wir denn? Was bedeutet das eigentlich? Das sind... Naja, egal. Wir haben Arterhaltungspunkte. Ah, ja, okay. Wir haben 3000. Wir könnten rein theoretisch die da kaufen. Die sind nicht perfekt. Aber naja, wir bauen erstmal, würde ich sagen, hier ein Affenhaus. Oder machen wir es klein? Was für Tiere haben wir denn gerade? Warte. Nee, Vivarien will ich nicht. Tieraufbewahrung. So, Tiere hier. Also, wir haben ein Legion, Bombos haben wir, Orang-Utan. Eine widerliche Ding. Also, Krustenechse ist jetzt nicht so widerlich. Flusspferde haben wir zwei. Relativ jung, das ist gut. Dann Mantrill haben wir viele, Vari haben wir viele. Und Cutters haben wir. Okay, das heißt, wir haben... Genau, hier Bombo haben wir, Flusspferde haben wir. Cutters haben wir. Mantrill haben wir. Den haben wir nicht. Da schaue ich später mal. Yari haben wir auch nicht. Und Schimpansen. Warte. Aktualisieren. Die da ist jung. Die hole ich mir. Aufnehmen. Ja, naja, 17 Jahre ist jetzt auch nicht so alt. Das ist lustig, ja, 17 Jahre ist genauso weit auf der Uhr wie hier 28. Gut. Na ja, dann hole ich den auch. Gut, und dann machen wir hier ein Gehege. Und zwar fangen wir hier ganz normal... Warte, hier zuerst Barriere. Dann machen wir eine Holzbarriere. So, aber bitte mit Sahne. So, mache ich mal eine lange. Wie kann ich das nochmal einstellen, dass es rund ist und nicht eckig? Ja, weiß ich jetzt nicht mehr. So. Ich würde sagen, hier machen wir vielleicht auch
Alter, was für Geräusche macht das denn? Naja, egal. Ich glaube, ich mache hier zwei Gehege insgesamt. Dann muss ich das wahrscheinlich dann erhöhen. Schmarrn, hier. Hier. Nee. Ah, das ist nicht so gut gemacht. Ja, okay, da muss man nah dran. Okay, alles klar. Na schön, da muss man eben nah dran. So. Gut, dann erhöhen wir das Ganze mal auf 4 Meter. Und machen eine Anti-Kletter-Ding. Klettersicherung. Links. Ist das jetzt drinnen? Ist das jetzt drin? Ja, das ist jetzt drin. Gut, 4 Meter, das ist gut. Hier geht der warte mal. Bau. Wo kann ich Wege machen? Tore. Gehegeeingang. Ah, hier. So. Genau. Aber wo man da Wege hier Mitarbeiter gut, das muss reichen, wobei so ich mach mal das so, weil ich nämlich hier jetzt Mitarbeiterzeug hier mache. Werkstatt. Also Werkstatt, nee, Tierpflegerhütte klein. So hier, so. Passt es hier nicht hin? Aber wahrscheinlich, weil das Gelände so blöd ist. Also so würde es hinpassen. So. So. Und dann noch Tierpfleger, Tierpraxis. Mitarbeiterraum. Warte, so. Hey, ich will's drehen. Achso. Beenden hier. So. Ah, noch da. Da. So. Gut, die sind, glaube ich, kein. Genau, die haben keinen Strom. Dann schaue ich mal kurz. Warte, Bau. Nee, das war woanders. Gehege. Heizung. Oh Mann, ich muss hier wirklich reinkommen. Baupläne. Einrichtung. Hier, Betrieb. Windkraft, Wasseraufbereitung, Transformator, Solar, Alter, Solar, ich mach voll Solar. So.
Dann würde ich sagen. Geben wir mal. Warte, was? Höhe anpassen. Wegsteuerung. Wege an. Ah, okay. Umschalt und rechts. Wege platzieren. Okay. Okay, das werde ich mir dann später mal nochmal anschauen. Forschung abgeschlossen. Genau, ich will jetzt, dass du bei den Schimpansen forschst. Kann ich aber nicht. Ja, dann, ja, keine Ahnung, dann mach die Excel weiter. Gut, Zoo. Tiere. So, verlegen und zwar hierhin. Und nochmal die da verlegen. So. Ja, Besucher sind hier. Gut. Gut, dann mache ich noch ein Gehege. Schlafmöglichkeiten für. Ich will mal schauen, was genau für die zugeschlagen. Warte, wo ist. Da heißen die irgendwie anders? Wahrscheinlich. Ah, hier. So. Klassischer Rückzugsort. Ah, aber das ist schön. Das ist, ja, das ist doch süß. So. Ups. Da ploppt gleich. Wo bin ich denn jetzt gelandet? So. Da ploppt gleich Steam auf. So, ich mach das mal hier. So. Natürlich mag der es gerade hier nicht. Wohlbefinden. Genau. Warte, ich mach. Ja, hier erstmal. Ja, eins nach dem anderen. Uiuiui. Warte, hier Gelände, Formen, anheben, hier so anheben, naja, Ebenen hier, So, aber ich will es trotzdem größer haben. So, und jetzt noch mal eben. So. Dann gebe ich denen mal schnell was zu essen. Futter, Wasser. Wupp, wupp. Also ist einmal hier und Futter auf dem Baum. Ja, erstmal so. Warte, Warte, was ist los? Leider unter niedrigem Wohlbefinden. Okay, ja, das kommt ja alles noch. Das kommt ja alles noch. Warte, hier machen wir mal das da kurz. Dann ein bisschen Spielsachen.
So. Tropenafrika. Ich hätte die Idee nicht so schnell rausholen sollen. Okay, Tropen und Afrika. Gut, dann machen wir hier ein Baum, da ein Böhmchen, Kokospalme, Bananenstaude. Ja komm, Bananenstaude muss sein hier. Bananenstaude muss doch sein. Jetzt. Ups. Jetzt machen wir das da mal weg. Hier ist ein ganzer Bananenstaudenwald. So. Küsten. Oh, und der ist schön. Ich würde sagen, hier machen wir auch ein Wasser hin. Gelände. So. Wasser. Ja, doch, so. So, und dann ein bisschen drücken, damit die Steigung nicht so fett ist. Irgendwie so. Naja, das sieht jetzt hier voll komisch aus. Nee, das. Oh Gott. Uiuiui. So, super. Ah, gut. Also, da brauchen wir dann später noch eine Aufbereitungsding. Dann Gehege, westlicher Schimpanse. So. X. Das ist hier. Dann können die da rüber springen. Uhuha, hey. Verarsch mich nicht. So und so. Gut. Gut. Gehege nochmal zurück. Kleintier-Kletterbaum. Aber das ist ja kein Kleintier, oder? Das ist fett. Für Kleintiere. Lemurenkletter-Ding. So, warte, den verschieben wir jetzt auch ein bisschen. So, der schwebt nämlich jetzt voll in der Luft, was eigentlich richtig cool ist. Können wir, ja, nee, das ist ja ein Bauplan, den können wir nicht so machen. Gut, dann baue ich mal wieder was selber, oder ich versuch's zumindestens. Ah, der stimmt. Ey, der knötert da jetzt voll runter. Nee. Nee, nee. Kleintier-Kletter-Ding. Ja, ist ja gut, du Kleiner. So. X. Der kommt jetzt nach oben.
Ein bisschen nach hier. Ja. Dann hole ich hier noch ein... Oh, das... Okay, das muss ich mir angewöhnen. Immer noch mal zu klicke. So. Gut. Ja. Immer noch mal klicken und dann passt es schon. So, so, nochmal X und nochmal X. Ach komm, so ein... gar nicht so leicht. So. Bisschen noch runter und dann zur Seite. Nein. Ja, dann eben so, meine Güte. Dann geht's hier dann hoch. Ich glaube, die können da so rüber. Ja, denke ich schon. Und dann hier geht's dann. So. Ja, nee, das ist Bescheid. So, XX. So, und dann... Das finde ich eher komisch, dass hier das nur so stufenweise verschiebbar ist. Und beim Roten zum Beispiel geht das... auch stufenweise. Das ist sehr komisch. Naja, dann schwebt er halt. Gut, ich muss jetzt schauen, dass die Forschung abgeschlossen. Und ich muss jetzt schauen, dass die guter Dinge sind. Ah, jetzt kann ich die Schimpansen forschen, das ist gut. Wo sind denn meine Äffchen? Ah, genau, das brauche ich auch. Uiuiui, man braucht ja ziemlich viel hier. Hier. So, einmal da. Einmal da. Einmal da und einmal da. Komm. So. Sehr schön. Dann. Bepflanzung ist noch zu niedrig, ist ja klar. Natur sind immer noch afrikanische. Gut. Was ist das denn? Ah, das sind so Lianendinger. Na cool. Oh nein! Oh, cool. Planet Zoo ist gecrashed. Oh, cool. Dann, sehen wir uns die nächste Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.